Kein Anschluss unter dieser Nummer. Hi Alias, Mahlzeit. Moin, grüß. Was machst du hier in Bonn? Wir haben hier heute ganz relativ spontan eine Demonstration. Also spontan, die war gestern schon angekündigt. Hast du auch wieder recht. Ja, wir demonstrieren hier am Telekom Campus in Bonn. Und zwar nochmal gegen die Pläne der Telekom, diese Drosselung einzuführen bei den DSL-Kunden, weil das aus der Sicht der Piraten eben in der Konsequenz eben ein Eingriff in die Netzneutralität ist. Weil der Plan ist ja, dass die DSL-Kunden nur ein gewisses Download-Volumen pro Monat haben und wenn das ausgeschöpft haben sollen. Haben sollen. Und wenn das ausgeschöpft ist, soll die Geschwindigkeit ihres Internetzugangs gedrosselt werden. Das gilt aber nicht für alle Inhalte, sondern die Inhalte der Telekom selber bzw. von deren Partnerfirmen sind davon nicht betroffen. Das heißt, auch wenn ich mein Volumen jetzt ausgenutzt habe gegen Ende des Monats zum Beispiel, die Angebote von der Telekom selber oder von YouTube vielleicht, die dann Partner sind und der Telekom dafür wiederum viel Geld bezahlen, sind dann zu erreichen. Und das ist eben ein Problem. Was zwar aus betriebswirtschaftlicher Sicht vielleicht sogar tatsächlich ganz pfiffig ist und ganz Sinn, weil ich kassiere einmal bei den Kunden ein bisschen mehr, die können sich davon freikaufen, oder ich kassiere gleichzeitig bei den Anbietern und nehme denen was ab dafür, dass die sozusagen diesen Premium-Zugang zu den Kunden haben. Damit behandle ich die Datenpakete aber nicht mehr gleich. Ich muss also nachschauen, ist das jetzt ein Paket von YouTube oder ist das jetzt ein Paket von der Piratenpartei beispielsweise oder von der CDU? Und wenn mein Volumen dann schon gedrosselt ist, kann ich mir zum Beispiel vielleicht das Grußwort der Kanzlerin gar nicht mehr angucken, um mich politisch zu informieren. Oder ich bin vielleicht ein junger Unternehmer, der eine Konkurrenz zu YouTube aufziehen möchte. Das ist mir dann fast gar nicht mehr möglich, zumindest nicht auf dem deutschen Markt, weil dann eben sehr, sehr viele Kunden der Telekom meinen Dienst gar nicht nutzen können und das Kapital, um mich als Partner bei der Telekom einzukaufen, habe ich in der Situation vielleicht auch noch nicht. Das heißt, es ist sowohl auf der wirtschaftlichen Seite ein absolutes Innovationshemmnis, diese Drosselung, als auch eben auf der politischen Seite hochgradig fraglich, weil wir ja immer mehr politische Prozesse halt auch übers Internet abbilden. Ich sehe, also es geht in dem Fall tatsächlich mehr um das Thema Netzneutralität, weil der Pressesprecher meinte zu mir, dass es ja dort um zwei verschiedene Leitungen ginge, die dort ankommen. Das heißt, das Entertain und Co. würden über diese eine Leitung gehen, virtuell, versteht sich, ist klar, und das Internet über eine andere Geschichte. Was man ja soweit nachvollziehen kann. Trotz alledem muss es ja irgendwo gefiltert werden. Und das ist dann eigentlich so der Knackpunkt, würde ich mal sagen, oder? Ganz genau. Also wir sehen hier im Prinzip so ein bisschen dasselbe Problem wie in anderen Netzstrukturen, also zum Beispiel beim Bahnnetz oder beim Energienetz. Da haben wir auch die Situation, dass die Leute, denen die Netze gehören, also die Stromleitung oder eben vergleichbar die Telefonleitungen, die in die Häuser gehen, dieselben sind, die auch die Dienste hinterher darüber über diese Leitungen anbieten, also zum Beispiel die Kraftwerksbetreiber. Und wenn das zusammenfällt, das sieht man in den anderen Bereichen halt auch, hat man ganz schnell das Problem, dass die natürlich aus Eigeninteresse die Leitungen ausbauen, die ihn selber nützen. Und das ist da, glaube ich, dass das so ein bisschen das zugrunde liegende Problem. Das heißt, die Telekom sollte sich eigentlich meiner Meinung nach als Anschlussanbieter gar nicht darum scheren, welche Daten über ihre Leitungen gehen, sondern die sollten das möglich machen, was über die Leitung möglich ist und gut ist. Aber auf gar keinen Fall halt reingucken, von wen an wen gehen diese Pakete oder noch schlimmer, was ist in diesen Paketen tatsächlich als Inhalt drin. Das heißt, rein wirtschaftliche oder gewinnwirtschaftliche Konflikte sind dann eigentlich schon mal vorprogrammiert. Im Prinzip, was jetzt vorprogrammiert ist, dass wir halt mit der Telekom als einen großen und der andere ist im Prinzip die Telefonica-Gesellschaft aus Italien, die die ganzen kleinen Provider, die sich so in den 90ern gebildet haben, fast alle aufgekauft hat. Also O2 gehört, glaube ich, mittlerweile auch zur Telefonica. Das heißt, man hat da so eine Oligopole-Marktstruktur und die tendieren natürlich dazu, neue Marktteilnehmer gar nicht erst an den Markt zu lassen. Das ist sozusagen diese marktwirtschaftliche Situation, warum das mit dem Breitbandausbau auch nicht so recht vorangeht, meiner Meinung nach. Und das andere ist dann eben diese Frage mit der Netzneutralität. Darf also jemand, es ist so ein bisschen vielleicht vergleichbar, darf die Telekom, darf die Post in die Briefe reingucken, um zu entscheiden, ob sie einen Brief vielleicht ein bisschen schneller via Flugzeug verschickt oder eben auf dem konventionellen Wege. Das würde ja auch keiner wollen.
Definitiv nicht. Wie gesagt, weil mir geht es eigentlich grundsätzlich darum, weil ich kann, also sagen, wie soll ich das sagen, die Telekom, ich kann deren Hintergrund verstehen, weil der Ausbau kostet Milliarden, also seien wir mal ganz ehrlich, weil alleine die technische Entwicklung hat ja doch schon Riesenschritte gemacht und eigentlich ist nach 3-4 Jahren so ein großer Router an so einem Backbone eigentlich obsolet und muss durch das nächste höhere Gerät ersetzt werden. Die Problematik, die ich dabei sehe, wie machen das die anderen Staaten? Finnland macht es ja eigentlich vor mit relativ günstigen Anschlüssen oder Japan, ich muss mal sagen, das muss ja dann auch finanziert werden. Wie machen die das? Ich bin jetzt in Japan beispielsweise nicht so tief in der marktwirtschaftlichen Situation drin, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und das ist hier halt ein Problem, dadurch, dass wir eben diese aus diesem alten Staatskonzern, der sozusagen die Leitungen, die bis in die Häuser gehen, worüber man den Anschluss dann am Ende realisiert, dass die eben im Prinzip in einer Hand sind. Es ist zwar rein rechtlich so, dass mit der Liberalisierung des Telekom-Markts die Telekom auch anderen Anbietern, zum Beispiel in den Vermittlungsstellen die Möglichkeit geben muss, zu sagen, okay, wir mieten eine Leitung von euch zu dem einen Haus und stellen unser eigenes Modem, die Gegenstelle dazu sozusagen hier unter. Das muss die Telekom erlauben. Nur in der Realität führt das halt häufig dazu, wenn man sich so Regionen anguckt, wo der Netzausbau wirklich schlecht ist, also wo man vielleicht gerade mal eben das, was Grundversorgung... Siehe auf Pampa meiner Zagen, ne? Meiner Zagen oder ich habe auch eine Bekannte in Görlitz, da gibt es nur LTE und ISDN ist so das schnellste Kabelgebundene, was man dort bekommen kann. Und wenn ich da jetzt sage, okay, als freier Markt, da ist ein Bedarf, ich mache ein Unternehmen auf, werde selber Anbieter dort, muss ich aber bei der Telekom sozusagen zumindest einmal nachfragen und sagen, hier, ich hätte gerne die und die und die Endleitung gemietet und ich brauche noch Zugang zu eurer einen Vermittlungsstelle, um meine Sachen dort aufzustellen. Sprich, ab dem Moment weiß die Telekom, dass ich da was vorhab und dann gucken die selber nochmal und bieten es dann häufig eben einfach selber an. Die haben dann auch noch die Marktmacht, dass viele der Bestandskunden, die einen Telefonanschluss da haben, sind deren Kunden noch. Das heißt dann, ich überlege mir das und baue ein Businessmodell auf und nachdem ich das beantragt habe bei der Telekom, 2 Wochen später kriegen alle Telekom-Kunden in Görlitz einen Brief. Hier, die Telekom bietet an, ab nächster Woche zum Vorzugspreis und dann bin ich schon wieder draußen. Das heißt, die können sich sozusagen diese Flecken warm halten, müssen dort eigentlich erst investieren, wenn jemand anders kommt und sie bedroht es weg. Und das ist halt nicht am Bedarf der Bürger da, sondern da versuchen sie sozusagen hart marktwirtschaftlich zu reagieren und das ist dann halt eben das Problem, warum man eigentlich auch keine Monopole oder Oligopole-Strukturen in der Wirtschaft haben will. Ist es dann eigentlich überhaupt möglich, dass so ein Konzern wie die Telekom diese Netze neutral verwalten kann? Wenn sie sich mehr darauf konzentrieren, dass sie Netzanbieter sind, also dass es ihnen egal ist, sondern was da transportiert wird, sondern dass sie einfach sagen, unsere Dienstleistung ist der Transport von Daten und nicht irgendwelches Fernsehprogramm und nicht irgendwelche sonstigen E-Mail-Anschlüsse oder so, dann wäre das möglich, wobei die Telekom sich auch eigentlich ein bisschen sperrt gegen die Strukturen, wie das Internet sie eigentlich vorgibt. Also das Internet ist entstanden aus vielen kleinen Netzwerken, wo dann die Netzwerkbetreiber gesagt haben, Mensch, das wäre doch sinnvoll, wenn wir unsere beiden Netze zum Beispiel A und B zusammenschalten. Und am Ende profitieren dann nicht nur A und B von, sondern das gesamte Netzwerk, weil da dann vielleicht auch Daten, die von A nach C sollen, dann über B weitergeleitet werden können. Und die Telekom macht dieses traditionell nicht. Die sind sozusagen der Fachbegriff für diese Verträge sind Peering-Verträge. Wenn zwei Provider sagen, sie schließen sich zusammen, da gibt es auch spezielle Gebäude für. Also eins steht in Frankfurt, das ist das D6 oder das AMSIX in Holland. Das sind Gebäude, das sind auch, zumindest beim AMSIX weiß ich, ist es ein Verein. Also es ist jetzt auch noch niemals ein gewinnorientiertes Unternehmen. Und da kann jeder Provider, jede Uni dann sich ein Kabel hinlegen. Und die anderen machen das auch alle und da können sich die Netze untereinander verschalten. Und die Ansage in diesen Verträgen ist eigentlich im Prinzip, ich habe Zugriff auf das Netzwerk, du hast Zugriff auf das Netzwerk und wir leiten einfach wechselseitig alles durch, was von dem einen ins andere Netz soll. Und da profitieren dann beide von. Aber dieses Peering, das macht die Telekom gar nicht. Sie betreibt ein relativ großes monolithisches Netz hier in Deutschland, aber auch international. Die Telekom ist ja auch im internationalen Bereich so einer der 7 bis 8 großen Player, die unter anderem zum Beispiel auch die Kontinente miteinander verbinden. Da taucht das Problem übrigens nochmal in einer anderen Dimension auch nochmal auf.
Heißt aber trotz alledem, dass man, ja gut, Telekom ist eine AG, eine Aktiengesellschaft. Das heißt, sie sind ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen, welches irgendwann mal Gewinne erwirtschaften muss. Ansonsten werden die Aktionäre böse. Heißt also mit anderen Worten, dass entweder die Telekom wieder rücktransferiert wird in ein staatliches Unternehmen oder dass das Netz ausgelagert wird in ein staatliches Unternehmen. Das heißt Netz in Bürgerhand. Oder gäbe es da so ein Zwischending, so ein Twitter? Also zum einen sehe ich, dass ein Teil, ich glaube es sind sowas um die 14% der Telekom-Aktien immer noch in der Hand der Bundesrepublik Deutschland liegen. Da wäre eigentlich der Herr Rösler als Wirtschaftsminister der entsprechende Aktionärsvertreter. Und dann hat die KfW noch einen relativ großen Anteil, wo der Herr Schäuble als Finanzminister eigentlich der Aktionärsvertreter war. Aber vom Herrn Rösler habe ich nur so ein kleines Mimimi-Briefchen irgendwie an den Obermann, das ist irgendwie fies gehört. Aber viel mehr ist da nicht gekommen. Von unserem Finanzminister gar nichts? Von unserem Finanzminister habe ich da gar nichts vernommen. So, das wäre sozusagen der ganz akute Schritt, dass die dann auch im Sinne der Bürger als Regierung dieses, was wir gerade besprochen haben, dann auf so einer Versammlung auch fordern. Das tun sie nicht. Das ist schon mal sehr, sehr schade. Und das andere Ding ist, man könnte auch einfach die Netzneutralität gesetzlich festschreiben. Dann müssen sich nämlich auch die Konzerne einfach dran halten, dann gibt es da keine große Diskussion drum. Aber müsste dann aber kontrolliert werden. Ja klar, natürlich müsste das dann kontrolliert werden, aber dann habe ich zumindest ein Gesetz, wo ich dann sagen kann, da verstößt jemand dagegen, schaut mal bitte drauf und dann muss der das ändern. Ja, aber ein Gesetz alleine hilft es doch nicht. Also ich muss mal sagen, wenn ich die Strukturen um dieses Gesetz nicht schaffe, was nutzt mir das Gesetz? Ich kann auch sagen, das passiert nichts. Bin ich vollkommen bei dir. Natürlich braucht man erstmal das Gesetz und dann auch die entsprechende administrative Umsetzung des Gesetzes, das ist klar. Aber auch dagegen wird sich ja momentan, glaube ich, aus fast allen Parteien gesperrt. Und Herr Rösler argumentiert ja, das brauche man ja auch alles nicht, weil nach dem Telekommunikationsgesetz könne das Wirtschaftsministerium oder er als Wirtschaftsminister da auch über eine Verordnung sagen, da läuft was schief, das machen wir jetzt anders. Aber das ist exakt eigentlich das, was ich nicht will, dass die Exekutive darüber entscheidet, was richtige und falsche Netzneutralität ist. Also man sieht es ja gerade in der Türkei, Herr Erdogan ist zum Beispiel von Twitter scheinbar nicht ganz so überzeugt. Das sind alles subversive Elemente. So, und wenn jetzt Herr Rösler oder einer seiner Nachfolger befindet, Twitter oder irgendwas auch immer für einen Kommunikationskanal der Bürger vielleicht ist irgendwie nicht in meinem Sinne und er dann entscheiden kann, im Sinne der Netzneutralität verbiete ich das, dann ist das sozusagen das Gegenteil von dem, was man eigentlich will, dass man das Netz schützt, sondern man gibt dann mit so einer Verordnungsmaßnahme die Macht an der Stelle dann sozusagen der Exekutive. Und das ist eigentlich nicht besonders gut und das, was man will. Deswegen gesetzlich haben wir. Aber ich sehe, dass eigentlich jetzt eine Einführung der Zensursula, dieser Paketfilterung, eigentlich auf einem anderen Weg. Weil wenn ich das richtig betrachte, die Telekom möchte ja diverse Dienste priorisieren, was sie wohl offensichtlich, zumindest laut Aussagen, die ich hier heute so gehört habe, wohl jetzt schon tut. Also Voice over IP wird priorisiert, durch die Leitung gejagt und alles andere wird dann so, bleibt hinten dran. Ist das jetzt nicht eine andere Einfallstür, die jetzt einfach mal kreiert und geöffnet wurde, um dort diverse Netzsperren durchzusetzen? Es bietet auf jeden Fall die Möglichkeit, weil wenn ich das so betreiben will, brauche ich auf jeden Fall spezielle Hardware in meinem Rechenzentrum als Telekom, die in der Lage ist zu gucken, von wem kommt das Paket, an wen geht das Paket oder was ist sogar in dem Paket drin. Das brauche ich einfach, um das umsetzen zu können. So, und wenn ich diese Hardware einmal da stehen habe, kann ich sie nämlich eben ganz genau so auch dafür nutzen, um zum Beispiel ungeliebte Inhalte rauszufiltern, weil die Möglichkeit zu gucken, von wo nach wo und was ist drin, habe ich dann. Und deswegen sollte man da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein und den Aufbau solcher Systeme unterlassen, weil man weiß ja auch nie, wie es sich in der Zukunft mal entwickeln wird. Ich unterstelle jetzt nicht irgendwie der aktuellen Bundesregierung oder der Telekom-Geschäftsführung, dass sie heute 2013 irgendwie den Orwellschen Überwachungsstaat 2.0 ganz bewusst aufbauen wollen. Sie tendieren teilweise dazu.
Aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich weiß eben nicht, was in die nächste Regierung oder die übernächste Regierung macht. Und wenn ich denen solche Mittel an die Hand gebe, dann kann das eben sehr schnell gefährlich werden. Und das ist ein Grund, warum man das eigentlich erlassen sollte. Also so weit nicht gehen, aber definitiv im Hinterkopf behalten, ne? Definitiv.